Drei Monate nach der Titelverteidigung, drei Wochen vor Saisonbeginn und die schwarz-gelben Feierlichkeiten gehen immer noch weiter. Im Hamburger Curiohaus ehrte das Fußballfachmagazin Elf Freunde die BVB-Stars. Uns ist auch aufgefallen, eine außergewöhnliche Saison gespielt und Elf Freunde scheint es auch nicht entgangen zu sein. Und ja, dann kommt so ein Abend mal vor. Das kommt so wenig wie so eine Saison, wie unsere letzte oft vorkommt, kommt auch so ein Abend nicht oft vor. Dann denke ich, konnte jeder ertragen. Insgesamt wurden in 7 Kategorien Preise verliehen. Der Meister der letzten beiden Jahre erhielt gleich 5 Auszeichnungen. Erfolgscoach Jürgen Klopp wurde wie im Vorjahr wieder als bester Trainer gekürt. Trainerlegende und Elf-Freunde-Kolumnist Hans Meyer hielt die Laudatio. Aber dass im Grunde genommen die Juroren letztendlich doch bei dir gelandet sind, das hat mit dir zu tun und dir wünsche ich Gesundheit und viel Erfolg, denn es wird immer komplizierter, diese Scheißerwartung, die du geweckt hast, zu erfüllen. Der Höhepunkt der Veranstaltung, die wichtigste Trophäe, ging an BVB-Neuzugang Marco Reus. Der Ex-Lappacher wurde als bester Spieler geehrt. Ja, haben ein bisschen was abgeräumt heute an dem Abend. Es war ein sehr schöner Abend, sehr schöne Location und sehr nette Leute hier. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die sind alle authentisch. Das sind Leute, die mit Bauch und mit Gefühl und es war toll. Es ist ein unglaublich schöner Abend. Ich habe so viel gelacht. Er hatte mindestens genauso viel Spaß. Jürgen Klopp scheint locker genug, erneut Großes zu leisten.